So, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mal mit zwei Neuzugängen, und zwar in der Driving Iron Matrix. Und zwar die altbewährten TaylorMade Driving Irons wurden neu aufgelegt, einmal mit dem UDI und einmal mit dem DHY. Das ist eine Bezeichnung, die TaylorMade so fortführt und die auch durchaus so seinen Sinn hat. Genau, wir haben zwei verschiedene Eisen, einmal das etwas schmalere und einmal ein bisschen breiteres. Das UDI steht für Ultimate Driving Iron, also sprich das etwas schmalere. Und das DHY steht für Driving Hybrid. Das bedeutet, es steht einfach etwas größer da, etwas breiter. Ich finde es vom Design deutlich schöner wie die alten. Also ja, bei TaylorMade hat mir das Stealth, also das Sim Driving Iron irgendwie nicht so gut gefallen. Die sind deutlich, deutlich schöner, wie ich finde. Die sind auch so ein bisschen am P77, 97 angelehnt, irgendwie vom Design her, auch mit diesem Schlitz unten, den man hier sieht. Sieht sehr ähnlich aus, ist vom Kopf allerdings schon mal noch eine gute Spur dicker und breiter. Im Prinzip auch das, was man von dem Driving Iron auch haben möchte, wenn man ehrlich ist. Man kann sich da so ein bisschen streiten, ob man so Richtung Hybrid eher geht, vom Kopf wie beim DHY, oder Richtung Eisen wie beim UDI. Das wäre jetzt so das klassische Eisen, sage ich mal, was perfekt zu so einem P97-Satz passt, zu einem T200. Die sind so vom Design her ähnlich. Aber das ist so individuell und spielerabhängig. Ja. Ich selbst spiele zum Beispiel auch eher so ein Driving Iron, ein altes Honma 747. Das ist von der Kopfform vielleicht noch ein bisschen größer. Das liebe ich. Also da kommt so eins, obwohl es optisch und vom Profil her natürlich deutlich ansehnlicher ist, kommt da nichts dran. Genau, ja. Und wir werden uns heute vielleicht einmal kurz die Unterschiede ansehen zwischen den beiden. Wir haben das hier in 20 Grad, also das bedeutet, das DHY und das UDI haben wir in sogar nur als Zweier, also in 18 Grad. 17 Grad, in 17 Grad. Das bedeutet, das kommt auch so in die Matrix, das ist so dann zum Testen. Und so kann man das dann auch natürlich fitten. Genau, nur kurz als Einwurf noch, das UDI hat 17 Grad im Zweiereisen und das DHY hat 18 Grad im Zweiereisen. Aber das sind so die Feinheiten. Wie gesagt, wir schauen sowieso mehr auf den dynamischen Loft, was am Ende dabei rauskommt, und jetzt nicht, ob das 17 oder 18 steht. Genau, ich würde aber trotzdem mal sagen, wir gehen jetzt mal auf den Platz oder schauen uns das mal an mit einem Fünferholz. Das hat nämlich den gleichen Loft wie so ein Zweiereisener. Ja, wir haben jetzt hier eigentlich so ein Loch, wo es sich nicht lohnt, irgendwie mit dem Driver abzukürzen, zum Vorlegen auf 230, 40 Meter um den Dreh. Ja, und jetzt schauen wir uns mal an, wie es jetzt mal zuerst mal mit einem Holz aussieht. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal ein paar Schläge, wir schauen uns mal den Unterschied an. Ich meine, wir haben bei einem Holz einfach einen deutlich längeren Schaft, wir haben einen deutlich größeren Kopf, wir stehen einfach auch weiter weg vom Ball. Und das bedeutet, dass es natürlich auch etwas schwieriger sein wird, den Ball in dieses Fenster. Also ich werde den wahrscheinlich so, hier so in die Gegend wahrscheinlich hinlegen sollen, oder? Also das wäre so 220 Meter. Genau, hier die Ecke. 220, genau. Okay, dann fangen wir an mit dem Holz. Ich spiele mal meinen normalen Schwung, das heißt leicht von innen, kleiner Draw, und ich probiere den so nah wie möglich hinzulegen. So, schauen wir mal. Der wird natürlich jetzt auch gut in die Luft gehen, weil es ein Fünferholz ist. Den habe ich aber sehr gut getroffen. Kleiner Draw, aber gute Höhe, würde ich sagen. Und auch recht gut platziert. Allerdings in den Busch. Da wollen wir eigentlich nicht rein. Okay, macht man nur zwei, drei. Ich schlage einmal in einen kleinen Fade. Oh, der ist besser. Der ist besser, ja. Meistens auch kontrollierter, der Fade. Allerdings auch kürzer, wie man sieht. Also das geht schon, aber wie man, glaube ich, aussehen kann, ist, dass es schon auch etwas windabhängig ist und schon auch einfach recht hoch geht, der Schlag. Und das ist natürlich, wenn du jetzt genau spielen willst, ich stehe ja sehr weit weg vom Ball, dann ist so ein Fünferholz nicht unbedingt der Fairway-Finder. Ja, den habe ich jetzt etwas vorne und offen getroffen. Jetzt geht er ganz hoch und ich blocke ihn quasi so raus. Das war jetzt ein schlechter Schlag. Okay, dann gehen wir mal auf den nächsten. DHY, also den größeren Kopf wie ein Hybrid. Der steht eigentlich relativ gerade da. Er zeigt etwas nach links. Man sieht auch hinten einfach den Bereich, wo es ein bisschen größer gemacht wird. Stört mich überhaupt nicht.
Wir beide haben das ja sogar ganz gern, wenn das Driving Iron etwas größer ist, oder? Also ja. Ich habe da gar nichts dagegen. Ich spiele das Eisen gern schmal, aber das Driving Iron kann ruhig breiter sein. Ja, also was man schon hat bei so einem Driving Iron, was ich persönlich wirklich zu schätzen weiß, ist halt so eine richtig breite Sohle. Und die hat man natürlich, wenn das hinten eher so an einem Hybrid angelehnt ist. Vor allem halt deswegen, weil man hat halt schon auch mal ein bisschen Bodenkontakt, den man jetzt nicht unbedingt haben möchte vom Abschlag. Und mit so einer breiten Sohle, da kommt man mit so viel schlechten Schlägen noch so gut davon. Also da kann ich in den letzten Jahren aus Erfahrung sprechen, dass da noch einigermaßen was dabei rauskommt, wo man jetzt bei einer schmaleren Sohle, das eher an den Eisen angelegt ist, an ein richtiges Eisen, da wirklich mehr Probleme hätte. Und so einen fetten vom Tee, den möchtest du halt absolut vermeiden. Also der killt jeden Abschlag. Ja. Ja, und mit dem Schläger würde ich jetzt einfach mal so einen Fade spielen. Kleinen Fade, aber halt wirklich platziert. Ich kann vom Attack-Engel etwas steiler auf den Ball kommen. Ich habe vom Schaft einen leichteren Schaft jetzt genommen. Desto länger der Schläger, desto leichter macht man den Schaft. Also auch der Driving Iron Schaft sollte etwas leichter sein wie jetzt der Eisenschaft. Muss nicht sein, aber ist in den meisten Fällen so. Ja. Okay, dann sehen wir uns das doch mal an. Der hat jetzt 20 Grad, also der wird ein bisschen höher fliegen, nicht ganz so weit wie wahrscheinlich das Fünferholz. Aber wie man sieht, das ist einfach für mich ein Schläger. Da muss man nicht groß nachdenken. Kann man einfach draufziehen. Ich bin etwas langsamer mit dem. Ich habe sogar ein bisschen mehr Spin. Aber den habe ich echt scheiße getroffen. Aber bei einem Par 5, da kann gar nicht so viel passieren. Naja, bleibt noch. Ja, aber es ist gut, wenn du da auch ein bisschen verlierst in dem Fall. Ja, und ich habe mir den jetzt auch noch nicht mehr aufgeteet. Den habe ich gut erwischt. Wobei ich sagen muss, die muss man nicht zwangsläufig aufteen, wenn man schnell genug schwingt und vom Launch her so ein Eisen spielen kann. Also klar, so ja, 17, beim Dreier, 18 Grad ist nicht für jeden. Genau, also beim Dreier geht es, aber beim Zweier, ja, da kannst du es schon machen. 2-3 Grad von außen. Oder jede Hilfe ist ja da eigentlich gut, gell? Den habe ich richtig fett getroffen. Aber es passiert halt einfach nichts. Also der war jetzt 190 Carry. Klar verlierst du da deine 15 Meter, aber es passiert wenig. Genau, was ich halt mit dem vielleicht nicht unbedingt machen würde, wenn ich jetzt wirklich ein Draw-Spieler bin, dann kann halt die Schlagfläche schon einmal ganz gut zugehen. Also dadurch, dass das einfach wie ein Hybrid sein soll, ist die Schlagfläche eher geschlossen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Draw spiele, dann muss ich mich schon gut nach links ausrichten, dass das auch kein Hook wird. Sowas wie das jetzt zum Beispiel, den habe ich jetzt fett getroffen. Und da hätte ich jetzt so ein bisschen meine Probleme als Draw-Spieler. Finde ich jetzt nicht so optimal, aber ist, glaube ich, auch machbar. Also machen wir nur einen, ein bisschen schöneren vielleicht. Der war besser. Ja, das stimmt schon. Also dieses Offset ist natürlich für einen Draw-Spieler immer in irgendeiner Form gewöhnungsbedürftig. Aber man sieht jetzt hier mit dem Draw, du gewinnst halt gleich ordentlich an Länge. Der Spin geht runter. Das sind jetzt die besseren Carry-Bedingungen einfach. Ja. Ja, ich spiele ja gern einen Draw. Aber es ist halt bei den schlechten, man sieht es, es ist halt deutlich unkontrollierter, wie wenn ich jetzt einen Fade spiele. Und deshalb würde ich mit diesen Schlägern tatsächlich, also ich als Draw-Spieler spiele diesen Schläger meistens als Fade. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt auf das schmale UDI. Okay, jetzt habe ich das schmalere. Der steht jetzt schon deutlich gerader. Mag ich natürlich auch super, super gern. Dafür ist der Kopf auch schmaler. Ich kann jetzt noch mehr Draw-Fade spielen, ohne dass es jetzt eine gewisse Richtung gibt. Das ist jetzt ein Zweier, das müssen wir natürlich auch wieder notieren. Und jetzt mache ich da einfach mal ein paar Schläge. Ich würde auch sagen, wieder einen kleinen Fade. Mal schauen, was da der Unterschied ist. Ja, also gefühlt ist er schon mal, gibt er natürlich einfach noch mehr Power. Ich schlage den jetzt auch extra so schnell. Ich meine, wir machen das ja wirklich gerne auch für die Kunden, dass wir Schläger testen, eben nicht ganz so schnell draufhauen. Aber so ein Schläger wird erst ab einer gewissen Geschwindigkeit funktionieren. Also mit 80 Meilen oder mit 70 Meilen, glaube ich, wird so ein 2er oder 3er Driving Iron echt schwierig sein. Ja, ein bisschen offen,
aber es passiert nichts. Und hier traue ich mir jetzt einmal einen Draht zu, ups, weil halt einfach die Schlagfläche etwas gerader dasteht. Dann kann es, glaube ich, auch besser einen Draht spielen. Ja, besser. Ja, wir merken auch schon mit den 17 Grad und aufgetilt haben wir ja viel mehr Power. Ja. Wir sind jetzt eher nicht so gut platziert, sage ich mal, mit der Ausrichtung. Jetzt bin ich eigentlich zu lang, oder? Ja. Jetzt bin ich zu lang. Ja. Vor allem im Draw. Ja, ich wollte einmal ein paar Draw. Bälle da schlagen. Ja. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo die Landing Zone ist, weil ich ja eigentlich immer Richtung Bunker gehe. aber das ist halt echt das Gute, was man halt bei einem Driving Iron hat, wenn jetzt, gut, jetzt bei dem Loch mit einem Zweieisen, wenn man das schlagen kann, dass man halt immer so einen richtigen Fairway Finder hat. Also es kann einfach nicht so viel passieren. Selbst wenn du den schlecht triffst, ist der meistens noch in Ordnung. Ja, der war wieder recht offen. Also auch echt schlechter Treffer. Aber auch hier nichts passiert. Also spiele ich wahnsinnig gern. Aber ich merke jetzt schon bei dem, dass wenn man den unsauber trifft, ich weiß nicht, wie es bei deinem Driving Iron ist, aber hier merkt man schon, wenn ich den unsauber treffe, dann ist er einfach, dann fühlt er sich auch schlecht an. Das war bei dem anderen besser. Ja, ist es auch besser. Also dann ist das Gefühl so, ich sage jetzt nicht ein bisschen schwammig, aber man kann weniger gut einschätzen, wo man den trifft. Aber dafür sind die Ergebnisse in Sachen Abweichung vom Optimum sind halt in der Regel einfach etwas besser. Und das ist halt auch etwas, was wir hier jetzt an so einem Test natürlich nicht unbedingt verifizieren können. Da müssten wir viel mehr Schläge machen, den Ball genau da treffen und dann da treffen und dann da treffen mit jeweils beiden und da genug Schläge in der Wertung haben, damit wir jetzt sagen können, okay, der geht jetzt im Schnitt einfach 3 Meter mehr oder der verliert weniger Ballgeschwindigkeit oder der Spin-Unterschied insgesamt ist einfach geringer. Deswegen, da muss man so ein bisschen nach unseren Erfahrungswerten gehen oder nach dem, was halt mit den Robotern getestet wird, um halt darauf zu vertrauen, dass dem so sein wird. Ja, und was halt ein Nachteil ist, auch von so einem Eisen, mit einem Zweier-Eisen, ich meine, wir dürfen alle nur 14 Schläger im Bag haben und wenn ich jetzt einen 5er Holz und einen 2er-Eisen mitnehmen würde, dann wären das ja 2 Schläger mit einem Loft. Das würde gar keinen Sinn machen. Das heißt, vom Boden, sage ich mal, ich habe 220, 230 Meter zum Grün ist es schon echt schwer. Ich meine, du kannst den ja vom Boden super schlagen, aber bei mir passiert das schon auch. Ich meine, ich schwinge einfach nicht so schnell wie der Flo. Und da passieren dann einfach schon eher Unfälle. Das geht mit dem Holz deutlich, deutlich besser. Ja. Viel besser. Der war vom Boden, sieht man schon, echt flach. Wenig Spin. Und den auf dem Grün zum Halten zu bringen, ist schon echt eine Herausforderung. Aber, naja, der geht tatsächlich auch ganz gut vom Boden. Wundert mich, weil mein Driving Iron geht nicht so gut vom Boden. Ja, ich bin nämlich eher auf der Suche nach einem neuen Driving Iron. Ja, schon lange. Schon lange, ja. Das ist jetzt wieder vom Boden. Aber, ja, das weiß gut. Ich aber noch, das war einer unserer ersten Videos, wo wir dich gefittet haben, sehr aufwendig mit allen Driving Irons. Und wir haben irgendwie dann doch nicht das Richtige gefunden. Ja, ich bin da sehr, sehr speziell, ja. Weil ich einfach mit meinem alten Driving Iron komme ich so gut eigentlich zurecht und ich habe so wenig schlechte Treffer. Ja, vom Boden tue ich mich da schwer, sei dir ehrlich, Flo. Vom Boden tue ich mir da schwer. Das sind 2er-Eisen. Mit Draw wird es wahrscheinlich noch krasser. Naja, aber wir schlagen so bergab, jetzt sieht man die richtige Höhe gar nicht, aber der ist nicht hoch. Nee. So, machen wir nur einen zum Abschluss. Ja, der war gut. Der war gut getroffen. Ja. Ja, das ist, wenn du den gut triffst, dann fühlt sich der richtig, richtig gut an. Ja. Aber wenn du ihn halt nicht so sauber drauf hast, na gut, das war jetzt. Aber wenn du nicht so sauber drauf hast, dann wird es echt schwierig. Ich meine, Efficiency 1,47, das ist schon krass. 3000 Spin. Ja, den können wir uns jetzt hier mal kurz anschauen, den letzten. Weil der war schon richtig fein. Wir sehen es auch hier gleich, 1,47 Effizienz. Das sind halt schon echt
Also da geht eigentlich nichts mehr. Also mit dem Driver, wenn du mal 1,48 beim Quad hast, dann ist das schon gut. 1,47 mit dem Zweier-Eisen ist natürlich Wahnsinn. Die wirst du nicht immer haben. Und Backspin 3000 ist absolut Das ist optimiert. schon Also fast da ein kannst du, Treiber-Einsatz. ja, also das ist schon 2,25 Carry gut. Wir haben jetzt hier ein bisschen bergab geschlagen, aber der ist sehr souverän. Also was die Länge angeht, gibt es gar nichts. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal die Werte an. Wir haben jetzt hier natürlich Äpfel gegen Birnen, weil wir halt einfach die 20 Grad im DHY haben und im UDI die 17 Grad. Da sieht man auch direkt, was das angeht. Die Effizienz, alles, Ballgeschwindigkeit, mit weniger Loft bekommen wir dann auch automatisch hier mehr Ballspeed raus. Der Spin ist tendenziell niedriger, der Launch ist flacher. Wir sehen es jetzt hier ganz gut, was das angeht. Und was wir hier jetzt sehen an der Dispersion, wir haben möglichst wenig Schläge jetzt rausgenommen. Also das waren schon zwei, drei geblockte vor allem dabei, die wir jetzt aussortiert haben. Ansonsten sind es jetzt schon so ziemlich alle in der Wertung hier und man sieht es sehr gut, für das UDI hat für dich jetzt deutlich, deutlich besser funktioniert. Ich denke mal, du müsstest jetzt noch mehr damit machen, wenn dass du dich irgendwie festlegen könntest, aber so meine Tendenz ist grundsätzlich dafür, dass du weniger Loft hast, im Prinzip mehr Ballgeschwindigkeit, da verlierst du normalerweise auch ein bisschen Kontrolle natürlich und hier gewinnst du im Endeffekt Kontrolle, du gewinnst Länge. Ich denke, das wäre für dich das spielbarere Eisen, vielleicht jetzt nicht mit den 17 Grad wie hier getestet, aber insgesamt denke ich mal, wäre jetzt für dich persönlich der Favorit. Wenn wir uns jetzt das Holz jetzt nochmal mit dazu nehmen. Dann beides vom Boden, muss man sagen. Genau, beides vom Boden. Wir haben jetzt hier einmal das UDI mit 17 Grad vom Boden und das Holz 5 mit 18 Grad auch vom Boden und wir sehen hier schon mal einen extrem deutlichen Unterschied. Was wir hier jetzt in den Schlägerdaten auch rauslesen können, einfach 4 Meilen schneller geschwungen. Das liegt nicht daran, dass du irgendwie warm geworden wärst oder so. Das Holz haben wir jetzt zu Beginn schon geschlagen. Das heißt, die 4 Meilen sind einfach Fakt, allein wegen der längeren Schaftlänge, was du schon angesprochen hast. Was halt schon erstaunlich ist, dass der dynamische Loft, also der Loft, den wir tatsächlich im Treffmoment messen, nicht der statische Loft, der draufsteht, sondern der im Treffmoment stattfindet oder gemessen wird, 19 Grad zu 12,2, obwohl ja rein statisch nur 1 Grad das Holz höher sein sollte. Und das ist das, was wir auch immer wieder sagen beim Holz. Du hast automatisch viel mehr dynamisch Loft. Du tust dir viel leichter, den Ball in die Luft zu bekommen, sehen wir dann auch hier entsprechend beim Launch. Also das sind zwei komplett unterschiedliche Schläger für den gleichen Loft im Prinzip. Ja, also das ist eigentlich auch das, warum wir jemanden, der wo jetzt vielleicht etwas langsamer schlägt, oder auch jemanden, ich meine, das kommt ja immer mehr bei den Profis, dass die einfach immer mehr Grüns anspielen mit diesen 7er-Holz, 9er-Holz, 5er-Holzer. Und da wird der Launch deutlich, deutlich höher und auch die Geschwindigkeit vom Schwung wird einfach, das waren bei mir 4-5 Meilen und angefühlt hat sich es aber gleich. Ja. Also angefühlt war das gleich, nur ich stehe halt mit einem Eisen deutlich, deutlich näher am Ball. Finde es viel angenehmer, wie jetzt mit einem 5er Holz. Mit einem 5er Holz, da gehen die Bälle so in die Luft. Ich habe so viel, was auch Wind zu tun hat. Ich kann auch mal einen schlechten Schlag deutlich mehr nach rechts, nach links schlagen. Und deshalb gibt es diese zwei Schläger. Ja, mehr Gear-Effekt, das ist auch so ein Thema. Also wo treffe ich, wenn ich den an der Spitze treffe, habe ich mit dem Holz immer mehr Linkskurve drin und umgekehrt an der Hacke immer mehr Rechtskurve mit drin. Das ist, je größer der Schlägerkopf wird, desto stärker ist dieser Effekt. Und ich meine, das ist halt das, was wir oft nicht haben wollen. Bei Pros ist es was anderes. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als Hölzer zu schlagen oder überhaupt Bälle zu schlagen. Also die treffen den Ball einfach deutlich sauberer als jeder Amateur. Deswegen immer irgendwie schlecht, sich daran zu orientieren, meiner Meinung nach. Genau, aber auf jeden Fall glaube ich, dass der Vergleich ja ganz gut ist und dass wir wirklich die Unterschiede so ein bisschen rausgearbeitet haben. Es gibt nicht diese Massen-Riesenunterschiede, aber naja, vor allen Dingen, wenn man schlägt, dann merkt man schon den Riesenunterschied. Und naja, die Empfehlung war jetzt ja eher UDI, also auch aus den Daten. Und ich muss sagen, rein so vom Feeling her, wie ich den Ball treffe, war schon mir der DHY einfach etwas sympathischer. Ja. Ich kann damit aber einfach nur meinen geregelten Fade spielen. Einen richtigen Draw würde ich eher vermeiden. Ja,
Also ihr seht schon, ein sehr, sehr individuelles Thema. Wir sind da beide vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil wir halt ein bestimmtes Eisen spielen wollen. Aber das ist einfach etwas, was man nie pauschal beantworten kann, im Sinne von, das ist besser als das oder du sollst das spielen und nicht das. Man sieht es ja auch bei den Pros. Ich will die jetzt nicht mit Tommy Fleetwood vergleichen oder so, aber die haben halt so ein uraltes Dreier Nike Vapor zum Beispiel im Back. Viele davon, Brooks Koepka auch. Das sind so uralte Schläger, mit denen sie einfach gut zurechtkommen und einfach nie was dran ändern wollen. Und das ist ein sehr individueller Schläger. Ja. Gilt bei den Hölzern eben genauso. Genau, und deshalb, wenn wir sowas neu machen oder wenn wir auf Driving Iron, auf Holz das Ganze uns anschauen, dann einfach bei uns gerne ein Fitting buchen. Wir schauen uns das an, wir schauen uns an, was am meisten Sinn macht. Und ja, dann gibt man immer eine faire Beratung bei uns. Okay. Okay, das war's zu den neuen Telemate Driving Iron. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.